geht's zu einer neuen Filmreview. Hallo meine lieben Filmefreunde hier und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ihr seht hier schon links und rechts einen Film jeweils auf meiner Seite. Und heute geht es natürlich um eine Filmreview, aber im Doppelpack, also passt ja auch. Einmal zu 47 Meters Down und 47 Meters Down Uncaged. Ja, um diese beiden Filme geht es heute. Und ich habe mir einfach gedacht, ich stelle euch heute die beiden Filme vor, weil ich halt einfach eine Schwäche habe für Wasserfilme, für alles, was mit diesem ganzen Thema zu tun hat, seien es Inselfilme, Strand, Haifilme, Krokodilfilme, was auch immer, alles mit Wasser liebe ich und mit Haien sowieso. Und daher geht es heute um diese zwei Filmschätzchen. Ja. So, wir kommen jetzt zu dem ersten. Und zwar halte ich euch den mal hoch. Also, das ist der Film 47 Meters Down auf Blu-ray. Freigegeben ist der ab 16, wie ihr hier auch schon auf der Hülle erkennen könnt. Von der Seite sieht das so aus und von hinten dann so. Also da habt ihr nochmal die ganzen Infos zu dem Film. Und kleine Bildschirme. Wenn ich das Ganze öffne, sah das bei mir so aus. Also da war nichts drin. Die sah einfach so aus, die Disc. Genau. Jo. Also wie das Cover vorne auch drauf. Und ich lese euch jetzt erstmal. Wieso ist das jetzt so verrutscht? Ist verrutscht. Hatte ich auch noch nie. Also, hier vorne drauf steht schon mal, wer mitspielt und zwar spielt mit Claire Holt und Mandy Moore. Mandy Moore kennt vielleicht auch viele von euch schon, also die hat mehrere Komödien gespielt und ich fand sie eigentlich immer schon sympathisch und ich fand das ganz süß, dass sie auch in diesem Film mitspielt. Und hier drunter steht No Help, No Hope, No Escape. Ja, ist schon mal sehr aussagekräftig. Hier vorne hat dann der Filmchecker gesagt, Schocks, Action und Adrenalin. Ja, was ich natürlich ein bisschen schade finde, dass ihr hier kein Wendecover habt. Also das ist fest, da könnt ihr nichts dran ändern, das ist leider so. Aber Leute, es kommt dann ja letztendlich auch auf den Film an. Und ich lese euch jetzt erstmal vor, was denn in dem Film drin vorkommt. Ja, also... Während ihres Mexiko-Urlaubs beschließen die beiden Schwestern, Kate und Lisa, dass sie neben Jungs und Partys noch ein weiteres Abenteuer erleben wollen. Tauchen mit Haien. Wie zunächst als eine einmalige, traumhafte Erfahrung beginnt, entpuppt sich schnell zum absoluten Horrortrip. Nachdem sich der Käfig, in dem die beiden Mädchen sind, vom Boot löst, stranden sie in 47 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund. Gefangen in einem rostigen Tiefseegefängnis beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Umzingelt von weißen Haien müssen Kate und Lisa den Ausstieg... den Aufstieg zur Oberfläche schaffen, bevor ihnen der Sauerstoff ausgeht. Ja, und wie gesagt, also Lisa wird gespielt von Mandy Moore. Die hat auch zum Beispiel mitgespielt in This Is Us und Claire Holt. Die kennt ihr vielleicht aus The Vampire Diaries und Matthew Modine. Also der spielt den Captain in diesem Film. Der spielt auch mit bei Stranger Things. Ja, und der Film, genauso wie der, sind jeweils unter der Regie von Johannes Roberts. Ja, und der Film geht, ich schaue jetzt mal, der geht 47 Minuten und ihr habt hier jeweils auch wieder in Deutsch und Englisch 5.1 Sound. Also ist wirklich richtig mega. Und das Fantasy Filmfest hat hier nochmal geschrieben, einer der effektivsten Horror-Thriller des Jahres. Ja, ich stelle ihn jetzt mal einmal hier hin. Also 47 Meters Down ist ein Film von 2017. Ich hatte den auch relativ schnell dann in meiner Sammlung und habe ihn so als
Filmschätzchen so für mich wieder entdeckt. Weil ich mag halt so diese realistischen Hai-Filme auch. Jetzt nicht irgendwie sowas, ja, nicht gerade unrealistisch, aber was so wenig irgendwie unrealistisch wirkt und wo man sich richtig so in die Schauspieler hineinversetzen kann. Und hier hatte ich das natürlich sofort. Also die zwei Schwestern wollen, wie gesagt, einfach Urlaub machen und es ist eine total schöne Gegend. Mexiko ist ja sowieso ein wunderschönes Land und da ist alles so richtig, richtig schön. Und ja, auf jeden Fall sind die beiden dann da so am Strand, machen Partys, lernen Jungs kennen und wie das halt so ist bei den jungen Mädels. Und sie wollen eigentlich nur Party machen. Und die eine kommt dann auf die Idee, dass es doch eigentlich ganz cool wäre, mal mit Haien zu schwimmen. Ja, und beziehungsweise dann zu tauchen in so einem Käfig. Das kennt ihr ja dann wahrscheinlich auch. Dann wird man runter gelassen mit so einem Käfig vom Boot, ein paar Meter drunter und dann kann man halt ein paar Fotos machen von den Haien und so. Das hatten sie dann auch vor. Das Ganze ist so ein bisschen, ich sag mal, illegal abgelaufen. Sie haben dann halt jemandem Geld gegeben und ja, der sie dann einfach mal runterlassen sollte. Keine Angst, ich erzähle jetzt nichts, was ihr nicht wissen sollt. Also es ist absolut spoilerfrei und was ihr halt auch in dem Trailer sehen konntet. Und dann sind sie halt in diesem Käfig. Alles ist wunderbar und auf einmal, ja, läuft alles nicht so wie gedacht und sie landen 47 Meter tief in dem Ozean, in dem Käfig. Sie haben natürlich mit der Luft zu kämpfen, mit dem Sauerstoff. Das ist natürlich alles nicht ausgelegt für stundenlange Aufenthalte unter Wasser. Ja, aber es ist richtig, wie soll ich sagen, also so richtig echt. Also ihr denkt wirklich, ihr wärt in einem Käfig und das Gute ist, dass sie zu zweit sind, dass jetzt kein Mädel von den beiden alleine natürlich in dieser Tiefe waren und sie müssen dann halt kämpfen, damit wieder Kontakt aufzunehmen zu den Leuten auf dem Boot, dass sie die vielleicht retten können und ob sie es schaffen, aus diesem Käfig zu entkommen, werde ich euch natürlich jetzt auch nicht verraten, denn der Film ist wirklich sehr, sehr spannend. Er ist dunkel und ihr dürft nicht vergessen, dort sind überall Haie um sie herum und es ist so, so heftig einfach. Also ich war sofort in dem Film drin. Ich habe ihn so richtig, weiß ich nicht, so lieben gelernt, ja. Und ich kann ihn auch halt immer wieder gucken, weil er total spannend ist, auch wenn man ihn jetzt ein zweites oder drittes Mal sieht. Ich glaube, ich habe ihn jetzt schon fünfmal gesehen. Er ist immer wieder spannend, die Schauspieler sind sehr sympathisch und für mich wirkt alles in dem Film wirklich sehr real. Also es ist total nachvollziehbar. Und ich kann euch den Film wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr auch so auf Hai-Filme steht, die jetzt auf diese Art und Weise gefilmt worden sind, weil der ganze Film spielt wirklich unter Wasser dann, also halt nur der Anfang. Und dann geht es natürlich ums Überleben, ob die beiden Mädels das dann schaffen, ob sie wieder an die Wasseroberfläche kommen und wie es ihnen dann geht. Und ja. Das ist erstmal jetzt meine Meinung zu 47 Metern Down. Ich weiß nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt. Dann könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben, wie ihr den so fandet. Und anschließend geht es jetzt weiter mit 47 Meters Down Uncaged. Ja. Das ist also die Fortsetzung von diesem Film. Ich halte euch die einmal mal hoch. Genau. So sieht das Ganze aus. Also seht ihr schon einen mega, mega bösen Hai und da oben noch den Körper eines Mädels. Dann natürlich mit den ganzen Schauspielern, die mitspielen an der Seite, aber das lese ich euch gleich noch vor. Seitlich sieht das Ganze so aus und von hinten so. Genau. Da seht ihr auch noch mal die vier Mädels, die dort in dem Film mitspielen und diese Blu-ray hat ein Wendecover. Ja, ansonsten wäre der Film auch wieder freigegeben ab 16, also gleichgestellt wie
der erste Teil bereits und das Cover finde ich auch mega cool. Also das ist auch wieder gleich gehalten, wie gesagt, auch derselbe Regisseur und der bekannt ist für seine Horrorfilme. Und ich muss sagen, das hier sind die ersten Filme, die ich von ihm gesehen habe und ich bin begeistert. Ja, also die hat er auf jeden Fall gut gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Heilfilme halt liebe, aber vielleicht teilt er auch meine Meinung. Also ja, mitspielen tut in diesem Film Sophie Nellissé, Corinne Fox, Brienne Tue, Sistine Stallone, Davy Santos, Brack Bessinger und John Corbett. Ja, und euch wird jetzt wahrscheinlich aufgefallen sein, Sistine Stallone ist natürlich von Sylvester Stallone die Tochter. Ja, und das war für mich auch eigentlich so eine Premiere. Die hatten ja auch immer Fotos gepostet auf Instagram, ja, wo es dann um die Premiere geht, wo sie da waren und so, und da war ich schon aufgeregt. Da habe ich gedacht, ja, cool, dass jetzt mal so eine Tochter von Stallone jetzt auch mal auf der Leinwand zu sehen ist. Aber dazu kommen wir gleich noch dazu. Wir kommen da gleich noch zu. So, jetzt geht es erstmal darum, was denn in dem Film drin vorkommt. Nicole, Sascha, Alexa und Mia entdecken bei einem gemeinsamen Tauchgang eine versunkene Maya-Stadt. Doch ihr Staunen über die unerforschten Ruinen bleibt ihnen im Halse stecken und der Tauchgang wird zum Horrortrip. Denn die Unterwasserstadt entpuppt sich als Jagdgebiet riesiger weißer Haie mit Killerinstinkt. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem größten Schrecken des Ozeans beginnt. Während die Sauerstoffversorgung immer knapper wird, müssen sich Nicole, Sascha, Alexa und Mia aus dem Unterwasserlabyrinth voll enger Höhlen und unheimlicher Tunnel einen Weg aus ihrer Unterwasserhöhle suchen. Ein Wettlauf mit der Zeit und ein atemloser Überlebenskampf beginnt. Ja, Leute, ich weiß auch nicht, ich spreche heute irgendwie doof, aber naja, und der Film geht 91 Minuten und ihr habt hier sogar 12 Minuten Bonus drauf. Also das finde ich auf jeden Fall cool. Ich habe mir die auch noch gar nicht angeguckt. Das wollte ich noch kurz danach machen, dann habe ich es wieder vergessen. Aber im Bonus ist drin Driving Deeper, Uncaged 47 Meters Down, Audiokommentar und der Trailer. Ja. Und ihr dürft euch nicht wundern, ich sage 47 eigentlich grundsätzlich. Ich sage nie 47, aber das ist irgendwie so. Und ja, auf jeden Fall, wie ich das eben schon vorgelesen habe, es geht um vier Mädels, die sehr jung sind, noch zur Schule gehen und so und eigentlich dann auch wieder was machen, was halt nicht so erlaubt ist. Also sie gehen dann tauchen und begeben sich dann in die Ruinen einer Maya-Stadt unter Wasser und ja, das Ganze ist eigentlich, wie soll ich sagen, so am Anfang aufgebaut wie so ein Teenie-Strandfilm und es geht relativ schnell los mit der ganzen Geschichte. Also die paar Charaktere werden dann vorgestellt und ja, dann geht es auch schon los. Sie tauchen dann sofort. Das Wetter ist natürlich wunderschön. Sonne, Bikini, Strand und wie das halt so ist. Und ja, dann gehen sie tauchen. Und eine der Schauspielerinnen fand ich eigentlich ganz sympathisch. Die anderen, ja, es geht so, sie sind okay, aber es ist halt doch sehr so Mädchen. Ja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und ja, dann sind sie aber unter Wasser und ab dem Zeitpunkt finde ich den Film richtig cool. Also sie gehen tauchen, sehen dann diese ganze Stadt und alles ist so, ja, so mystisch und ja, das ist halt wie so eine verborgene Stadt, die ihr dann unter Wasser auf einmal entdeckt. Und das ist so was richtig Großes unter Wasser. Und auf einmal wird es dunkel und zwei der Mädels sieht man dann nicht mehr so richtig. Und ihr müsst euch vorstellen, so die Kameraperspektive, dann so allein unter Wasser, alles wird dunkel und auf einmal so ein Hai durch das Bild. Ne? Das war so richtig heftig. Ich hatte in diesem Film, Leute,
so, so viele Schreckenmomente. Also ich habe mich bei dem ersten Teil schon übelst erschrocken. Also das war, ich weiß nicht, also ich atme dann ja auch nicht mehr, das hatte ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin dann so richtig in dem Film drin, aber hier habe ich mich noch bei weitem viel mehr erschrocken, wahrscheinlich auch, weil der Hai gruselig aussah. Ihr müsst euch das vorstellen, unter Wasser ist das ja so, also wenn die Fische ja kein Licht bekommen und so, dann verlieren die ihre Farbe. Das haben die hier bei dem Hai auch so gemacht, beziehungsweise so dargestellt. Deswegen ist das Auge hier auch weiß und der ist so richtig gruselig. Also ich finde ihn richtig heftig gruselig. Und ich hatte echt ein paar Momente, wo ich gedacht habe, ehrlich, ich kriege einen Herzinfarkt oder so. Also ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist, wenn ihr den Film vielleicht schon gesehen habt. Der hat solche schlimmen Momente. Und ja, wie auch in dem ersten Teil müssen die Mädels natürlich mit ihrem Sauerstoffgehalt kämpfen. Also es wird natürlich prozentual immer weniger und weniger. Sie schaffen dann nicht mehr aus dieser Höhle rauszukommen und müssen einen anderen Weg nach draußen finden. Und das ist alles nicht so einfach, denn sie kennen sich da unten nicht aus. Sie haben halt nur den einen Weg gekannt, wo sie reingeschwommen sind und wieder zurück. Und ja, wo sie dann halt zurückschwimmen wollten, ist halt etwas geschehen, was ihnen dann den Weg versperrt hat. Ich will euch ja jetzt auch nicht zu viel verraten. Und ja, dann sind sie halt da unten völlig auf sich allein gestellt. Sie wissen nichts, Leute, da ist kein Licht. Die haben nur eine Taschenlampe und sind dann unter Wasser und müssen dann einen Ausweg finden. Ohne Käfig, ohne alles, ohne Schwimmflossen, so wie sie ins Wasser gesprungen sind. Und ja, das Ganze umgeben von vielen weißen, bösen Haien. Ja, und das ist dann natürlich wieder ein Wettlauf gegen die Zeit. Natürlich hoffen wir, dass sie mal überlebt haben. Vielleicht nicht alle, aber das werde ich euch natürlich nicht verraten. Ich kann nur dazu sagen, dass die Schauspieler so im Laufe des Films dann immer sympathischer geworden sind. Und ich mochte den Film auch sehr gerne. Aber jetzt so von der Geschichte an sich bin ich doch eher bei dem ersten Teil. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich meine, es liegen jetzt 3 Jahre zwischen dem Film. Also der ist jetzt 2020 rausgekommen. Der ist auch noch ganz neu. Aber ich muss sagen, ich mag beide Filme. Also ich gucke beide öfters. Ich habe 47 Meters Down Uncaged jetzt nur einmal gesehen. Aber ich weiß schon jetzt, dass ich ihn auch ganz, ganz oft schauen werde, weil ich halt einfach so Haifilme liebe. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin mal ganz gespannt darauf, was ihr mir denn alles so in die Kommentare schreiben werdet, wie ihr vielleicht zu Haifilmen steht, ob ihr diese 2 Filme schon gesehen habt und wie ihr sie denn fandet. Auch die Schauspieler und natürlich die Rolle von Sistine Stallone. Ja, und dann schreiben wir darüber. Ich schaue dann mal eure Nachrichten durch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen super, super schönen und sonnigen Tag. Hoffentlich sonnigen Tag. Hier scheint auf jeden Fall heute die Sonne. Und ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video, meine Lieben. Macht's gut. Bis dahin und ciao.